Hier seht ihr alle Utensilien, die ihr zum Pflanzen des Birnenbaumes braucht. Zuerst schätzt man die Größe des Pflanzloches ab. Dabei kann man sich gut an den Wurzelballen orientieren. Das Pflanzloch sollte nämlich doppelt so groß wie der Ballen sein. Mit dem Bespaten sticht man dann die Umrisse des Pflanzloches grob ab. Das hilft, den Überblick zu bewahren. Anschließend trägt man Stück für Stück die Wiese und die einzelnen Erdschichten ab. Am besten häuft man die Erde in der Nähe des Loches an, schließlich wird man sie später wieder gebrauchen. Ein kleiner Tipp am Rande: Das Pflanzloch sollte übrigens ein Drittel tiefer sein, als der Wurzelballen des Baumes hoch ist. Jetzt wird die Erde am Boden des Loches mit einer Hake doppelt so tief aufgelockert, wie der Topf hoch ist. Anschließend wird nun der Stützpfahl eingeschlagen. Dieser sollte ungefähr die gleiche Höhe wie der Stamm haben. Die Westseite eignet sich bestens, denn so sorgt der Wind später dafür, dass der Baum vom Pfahl weggedrückt wird. Bevor der Baum eingesetzt wird, müssen wir noch für eine gute Grundlage sorgen. Dazu schüttet man eine ordentliche Schicht frischer Pflanzerde in das Loch. Außerdem folgt noch eine Schicht nährstoffreicher Kompost. Dieser kann übrigens auch aus dem eigenen Garten kommen. Jetzt mischt man die Erdschichten noch ordentlich durch, anschließend gibt man noch einen organischen Dünger hinzu. Damit kein Spiralwuchs entsteht, ritzt man mit einer Schere den Wurzelballen leicht an. Anschließend lockert man ihn mit den Händen zusätzlich auf. Hierdurch bilden sich in den nächsten Wochen an den Verletzungen sogenannte Adventivwurzeln, die nach unten wachsen und sehr gut Wasser ansaugen können. Ist der Wurzelballen sehr trocken, kann man ihn davor in einem Eimer Wasser tauchen. Dann wird das Loch mit der zuvor abgetragenen Erde geschlossen. Hohlräume im Wurzelbereich können durch leichtes Antreten der Erde verschlossen werden. Wer Probleme mit Nagern im Garten hat, sollte einen Stammschutz anbringen, um das junge Bäumchen vor Knabberattacken zu schützen. Um den Baum in der ersten Zeit vor starkem Wind zu schützen, wird der Baum jetzt eine Handbreit unter dem Pfahlende angebunden. Zum Schluss wird der Birnenbaum ordentlich angegossen, das sogenannte Einschlemmen. So kann das Wasser bis tief zu den Wurzeln gelangen. Zum Schutz vor Unkräutern kann man zusätzlich noch eine Kokosnussmatte um den Stamm des Birnenbaums legen. Fandet ihr das Video gut? Dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben.